Einfach abgebrochen. Ja, es geht wieder los. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde des gepflegten Motorradsports. Wir sind wieder auf dem Weg nach Hockenheim. Wie oft ich euch den Satz jetzt schon gesagt habe und wie oft ich den noch in der Zukunft sagen werde. Ja, Hockenheim liegt halt direkt bei mir vor der Haustür. Das sind 15 bis 20 Minuten Weg. Deswegen, nimm mal mit, was dort läuft. Und heute sind wir wieder mit Spare Racing da. Ihr seht es im Hintergrund, die R1 ist aufgeladen. Wir schauen mal, ob es heute möglich ist, dass ich endlich meine 1,54 in Hockenheim knacken kann. In dem Sinn, Wetter ist geil, ich hab Bock und wir sehen uns vor Ort wieder. Oh yeah! Live von der Mülltonne. So, wir sind schon die ersten zwei Turns gefahren. Der Paul und ich waren in der zweitschnellsten Gruppe gestartet und haben im ersten Turn direkt schon gute Zeiten geliefert, 1,54, 1,55 und haben im zweiten Turn dann uns nochmal steigern können. Das heißt, ich habe jetzt gerade meine persönliche Bestzeit in Hockenheim gefahren mit einer 1,52,3. Und wurde danach gebeten, in die schnelle Gruppe zu wechseln. Den Paul haben wir gleich mitgenommen, der ist auch in die schnellste Gruppe gewechselt. Für den hat es auch super funktioniert. Wie zufrieden bist du? Zufrieden. Unzufrieden? Zufrieden. Das ist super. Es ist gar nichts los. Kannst richtig schön deine Linie fahren. Und 1,52 krieg ich auch hin. So, Daumen hoch für Paul, der tankt. Ich hoffe, der tankt auch mein Moped gleich mit. Wahrscheinlich nicht, der alte Zigeuner lässt mich wieder im Regen stehen. Und es ist fast nichts los. Also, ich weiß nicht, hier Toni Mang Training. Wetter war scheiße angekündigt. Jetzt sitzen wir hier, meine Fresse knallrot, Sonne scheint, keine Wolke am Himmel. Nehmen wir so mit. Deswegen ist hier nichts los. Wir können fast komplett frei fahren. Und versuchen dementsprechend nochmal meine gesteckten Ziele umzusetzen, dass wir da noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber mit der 1,52 bin ich schon mega zufrieden. Schweitertag. Einen schönen guten Morgen an Tag 2 hier aus Hockenheim. Es ist heute noch weniger los wie gestern. Ja, ich meine, ich bin mal gespannt, wie viele am Ende in der weißen Gruppe mit mir zusammen fahren werden. Aber ich glaube, ich habe wieder sehr viel Strecke für mich alleine. Was ja nicht verkehrt ist. Kann man viel üben. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Und dann schauen wir mal, was ich heute noch verbessern kann. Mir ist leider aufgefallen, dass im Vergleich zu den letzten Jahren der Hockenheimring mittlerweile absolute Vollkatastrophe geworden ist, was den Asphalt angeht. Also es sind viele Stellen, vor allem Ameisen. Die da rausgebrochen sind. Der Asphalt ist da sehr rau und vor allem unberechenbar. Wir machen das Beste draus, wir fahren einfach und versuchen uns nicht hinzumaulen und dann schauen wir mal, was später am Ende noch bei rumgekommen ist. Reifen ist auch tot, also nachdem ich jetzt hier ein bisschen entschlossener aus der Kurve raus ans Gas gehe, wird der Gummi weggefressen wie nix, das ist echt brutal. Und ja, ich muss mal gucken, wie weit ich damit noch komme. Also Indikatoren sind komplett weg. Ich fahre den V02 trotzdem noch weiter.
Der funktioniert noch so weit ganz gut. Bestzeiten sind natürlich da jetzt erstmal nicht möglich, aber eventuell wechsle ich in der Mittagspause dann auf einen neuen Reifen. In dem Sinn ziehe ich mich jetzt um und dann geht's raus. Ich fahre raus und dann, ganz kurios, irgendwelche Schaltprobleme. Schaltautomat macht nichts, Blipper macht nichts, ich muss mit Kupplung schalten, ganz komisch. Fahre ich auf Parabolika raus, auf einmal funktioniert wieder alles. Okay, vielleicht irgendwie Elektronik kurz gesponnen, denke ich mir. Fahr weiter und komme auf Start-Ziel, Feuer raus, zweiter, dritter, vierter Gang, wunderbar am Durchbeschleunigen. Und will anbremsen, Ende Start-Ziel, auf einmal trete ich nur noch ins Leere. Mein Fuß rührt irgendwo in der Luft rum, kein Schalthebel mehr da. Boah, geil. Ja, ich natürlich direkt rausgefahren, gecheckt, was abgeht. Und dann ist nicht tatsächlich der Schalthebel von meiner Bonamici-Rastenanlage einfach abgebrochen. Einfach ein sauberer Bruch. Ich zeig's euch mal. Einfach abgebrochen. Ja, tolle Wurst. Habe ich hier gestanden, kein Schalthebel natürlich dabei. Glücklicherweise... Vielen Dank nochmal an die ganze Instagram-Community. Hat der Aufruf geholfen, dass ich einen Schalthebel gefunden habe, einen Originalschalthebel. Danke wirklich nochmal an alle Helfer, alle, die da waren vor Ort, alle, die mir auf Insta geschrieben haben und mir helfen wollten. Super Geschichte. Ich habe einen Originalschalthebel drauf, den habe ich jetzt verbaut. Der ist 2 cm geschätzt kürzer wie der Bonamici. Das heißt, ich habe jetzt die Rastenanlage ganz nach vorne geschoben, dass ich überhaupt dran komme, muss aber trotzdem vorne mehr mit den Fußspitzen schalten. Also auch nicht optimal, aber besser als nur auf dem Arsch zu sitzen und gar nicht fahren zu können. Deswegen, toi toi toi, fahren wir jetzt mal noch die 2 Runden, 2 Turns am Nachmittag. Und ja, hoffen wir mal, dass nichts weiter passiert. Und dann muss ich mir Ersatz noch suchen für in 2 Wochen, wo es nach Kroatien geht. Hoffen wir mal, dass das soweit alles klappt und dass der Rest vom Tag erstens mal trocken bleibt und ansonsten auch ohne irgendwelche Probleme bleibt. Ich hoffe, man kann mich verstehen, trotz dem Wind hier und trotzdem. Genau, Autos, die hier gerade nochmal richtig Gas geben. Ansonsten bin ich hier komplett allein. Der letzte Hund, der hier noch vom Hockenheim ring sich mit seinem Mofa verpissen muss, bin ich.
Ja, waren geile 2 Tage. Danke nochmal an Speer für ein geiles Event. Und im letzten Turn ganz alleine auf der Strecke gewesen. Hockenheimring hat mir gehört. Da habe ich nochmal tatsächlich meine persönliche Bestzeit rausgehauen. Eine 1,51. Wunderbar. Haben wir alle Ziele erreicht, die wir erreichen wollten. Oh, was ist hier los? Ah, Verletzung auch noch inklusive. Perfekt, Digga. Und dann sehen wir uns beim nächsten Event oder beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, 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 ciao.